Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Samstag, der 18. November. Heute nimmt uns Fotograf Paul Ripke mit in die Welt der Fotografie. Vorher geht's aber unter anderem mit Julius Weckauf auf einen gefährlichen Pfad in die Freiheit. Der Kinderschauspieler Julius Weckauf ist spätestens seit dem Film »Der Junge muss an die frische Luft« über das Leben von Komiker Happe Kerkeling ein fester Name im deutschen Film. Im Film »Der Pfad« spielt er Rolf, ein kleiner Junge, der im Zweiten Weltkrieg mit seinem Vater vor den Nazis fliehen muss. Höchste Zeit, von dir zu verschwinden. Vielleicht sucht Hitler ja gar nicht mehr nach dir. Vielleicht hat er vergessen, was du in der Zeitung über ihn geschrieben hast. Visa für Spanien und Portugal. Wir nehmen den Zug an die spanisch-französische Grenze, spazieren über die Pyrenäen und in Lissabon bringt uns ein Schiff direkt nach New York. Yes, Sir. Nuri wird euch führen. Ein Kind? Ein Mädchen? Papi! Ich komme nach, ich verspreche es. Und du bringst Rolf in Sicherheit. Versprich mir das. Von Paris nach Marseille schaffen sie es allein, doch ab da brauchen sie Hilfe. Das Mädchen Nuria soll ihnen helfen, die Pyrenäen zu überqueren. Dieser Pfad von Frankreich über das Gebirge wurde tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs von Partisanen als Schmuggel- und Fluchtroute benutzt. Wie die Reise von Rolf und seinem Vater im Film Der Pfad ausgeht, könnt ihr euch ab heute auf Prime Video ansehen. Unser nächster Tipp stellt die Frage, ist 3 einer zu viel? In Passages geht es um den Filmemacher Thomas, der zusammen mit seinem britischen Mann Martin in Paris lebt. Als Thomas bei der Party zu seinem neuesten Film Passage die Französin Agathe kennenlernt, verbringt er die Nacht mit ihr. Thomas gesteht seinen Seitensprung, aber am nächsten Tag Martin. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Nein, aber was immer es war, du klingst sehr begeistert. Das ist meine Party und mein Mann will nicht mit mir tanzen. Ich tanze mit dir. Vielleicht sollten wir mehr riskieren. Also jetzt, wo du dich in jemand anderen verliebst, willst du was riskieren? Der Film hat gute Kritiken bekommen und brachte Regisseur Ira Sachs bei der diesjährigen Berlinale unter anderem den Publikumspreis und den queeren Sonderpreis Teddy als bester Film ein. Das Drama Passages könnt ihr jetzt bei Mubi streamen. Wenn es um Themen wie Mode, Design und vor allem Fotografie geht, ist Paul Ripke einer der vielseitigsten Künstler. Ripke ist seit über 20 Jahren als Fotograf aktiv und nimmt jetzt die ZuschauerInnen in seiner neuen Doku-Serie Galle Ripke mit in die Welt der Fotografie. Ripke will zusammen mit so vielen unterschiedlichen FotografInnen wie möglich die Kunst und auch den Beruf der Fotografie neu kennenlernen. Mein Name ist Paul Ripke und ich war Fotograf. Kein besonders guter, aber ein leidenschaftlicher Fotograf. Und genau diese Leidenschaft habe ich in den letzten 5-6 Jahren ein ganz klein bisschen aus den Augen verloren. Es wird Zeit, ein neues Kapitel in meiner Fotografie aufzuschlagen. Und deshalb begebe ich mich jetzt auf eine Fotoreise zu absoluten MeisterInnen ihres Faches, um dort die perfekten Fotos für meine Galerie zu finden. Paul Ripke begleitet in der ersten Folge unter anderem 2 Eventfotografinnen auf ein Konzert und eine Hochzeit, um zu zeigen, wie es ist, für andere zu fotografieren. Alle 4 Folgen von Galle Ripke Fotografie mit Paul Ripke findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt uns auch gerne weiter an andere Streaming-begeisterte Personen. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Bolle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.